Wie wir verstehen, verstehen? Nun, verstehen ist für uns als 0815 Bank, als Finanzinstitut gewissermaßen, gerade in diesen Zeiten, in allererster Linie der Grundpfeiler für die Basis, auf der das Fundament entsteht. Damit fängt alles an, geht weiter und da endet es. Es ist Mittwoch, der 19. Februar 2014. Herzlich willkommen beim OFC Fanradio. Ja, und wir sind heute gewissermaßen beide Leute, ja. Beim Spielertreff in Offenbach-Bieber. Kickers und angesagt sind heute Sascha Korb, Rico Schmieder und unser Neuzugang Markus Müller. Schauen wir mal. Herzlich willkommen zum ersten Spielertreff im Jahr 2014 heute hier in Bieber-Euernsteg. Schön, dass ihr heute alle so zahlreich erschienen seid. Ein ganz besonderer Applaus natürlich für die Spieler, die heute sich die Zeit genommen haben, hier zu sein. Sascha Korb, Rico Schmieder und Markus Müller. So, wir haben Sascha Korb hier. Sascha, wie ist es? Fit für die Rückrunde? Ja, nach der Hinrunde und nach der Verletzung jetzt gegen Leverkusen bin ich endlich fit und freue mich auf Samstag. Sehr schön. Und hier so ein Fantreff, ist das eine gute Sache für dich oder bist du da, naja? Also ich bin jetzt auch zum ersten Mal hier, ich finde es eigentlich eine gute Sache. Jeder kann kommen, Fragen stellen an Spieler, die da sind. Und ja, so stellt man auch die Nähe wieder her zwischen Fans und Spielern. Und ich finde es eigentlich eine gute Sache. Wunderbar, wir auch. Sascha Korb, vielen Dank. Ja, wir haben hier Markus Müller, unser Neuzugang aus Worms. Markus, 2 Monate knapp in Offenbach. Wie hast du dich so eingelebt? Ja, super. Also besser als gedacht. Ich bin vom ersten Tag an hier super aufgenommen worden, vom Verein, von der Mannschaft, von den ganzen, ja, vom ganzen Umfeld her und fühle mich absolut wohl hier. Sehr gut. Und hier so ein Fantreff. Kennst du das von anderen Vereinen her? Machst du das erste Mal mit und was sagst du dazu? Ich habe es bei anderen Vereinen auch schon mal mitgemacht. Ja, bei Halle, bei Babelsberg. Jetzt im letzten halben Jahr habe ich das leider ein bisschen vermisst, muss ich sagen, weil ich finde es einfach sehr positiv, auch die Nähe zu den Fans zu haben, sich einfach mit denen mal auszutauschen und ja, einfach ja, Anregungen beiderseitig aus sich auszutauschen. Vielen Dank, Markus, sage ich. Am Samstag 2 Hütten und wir alle sind froh. Ich hätte auch nichts dagegen. Vielen Dank. So, wir haben Rico Schmieder hier zum Schluss. Last but not least. Rico, wie geht's dir erst einmal? Gut, danke. Und was macht deine Verletzung? Da haben wir ja abenteuerliche Varianten jetzt gehört mit Gündogan-Verletzung und so. Es geht auf jeden Fall aufwärts. Also jetzt von dem Verlauf von Juli letztes Jahr bis heute bin ich auf jeden Fall auf dem aufsteigenden Ast. Kann jetzt schon joggen, schon eine gute halbe Stunde und auch jetzt bin ich auf dem Platz. Trainiere mit dem Ball immer für mich ein bisschen und hoffe, dass ich in den nächsten Wochen ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Sehr gut. Und damit auch noch ein paar Spiele in der Saison machen vielleicht? Das ist mein Ziel, dass ich noch ein paar Spiele machen kann, ja. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Und hier diese Veranstaltung, so Fantreff, was hältst du von sowas? Wie findest du das hier heute? Ich finde das super. Anfangs ein bisschen schüchtern gewesen und die Leute nicht so gern gefragt. Aber dann, umso später es wird, dann kommen schon einige gute Gespräche zustande, ja. Ja, wenn jetzt heute keine Champions League wäre, dann würden wir wahrscheinlich in 3 Stunden lachen und am Tisch liegen. Mindestens. Eher bis morgen früh. Dann könnte ich direkt ins Training, ist ja nicht so weit, dann könnte ich da direkt hinfahren von hier. Laufen dann. Fahren geht ja dann nicht mehr. Natürlich. Rico, alles Gute für dich und hoffen wir, dass wir dich nochmal auf dem Platz sehen. Ja, vielen Dank. Ciao. So, dann fragen wir doch gleich mal direkt. Wie hat dir das gefallen heute hier? Ja, es war wie immer gut und es ist wichtig, weil wir sind ein besonderer Verein. Wir sind die Kickers. Was soll man dazu noch sagen? OFC. So, abschließend haben wir hier noch Matze Schmidt, unseren Fanbeauftragten. Matze, wie ist dein Eindruck heute von dem Tag? Bist du zufrieden? Das war wirklich wieder ein gelungener Spielertreff heute Abend. Es waren viele Leute da, es waren sehr viele nette Gespräche, es sind auch einige kritische Fragen gestellt, so wie sich das auch gehört. Und ich glaube, die Spieler sind mit einem guten Gefühl nach Hause gegangen und die Fans gehen sicherlich auch mit einem guten Gefühl wieder nach Hause. Also ich glaube schon, dass das wieder ein gelungener Abend war. Und dann kommt gleich die Frage, nächster Spielertreff, wann, wo, wie, weißt du irgendwas schon, wer wird kommen? Der nächste Spielertreff wird voraussichtlich am 12.03. sein, ich sage voraussichtlich, weil sich das natürlich immer mal verschieben kann und ich kann auch schon sagen, wer wahrscheinlich kommen wird, das kann sich natürlich auch mal ändern, hat sich heute auch geändert, das wird sein der Stefano Meyer, der Mohamed Tahiri und der Christian Kabeck. Dann sage ich danke, Matze, für eure Bemühungen jedes Mal um die Spielertreffs und Leute, kommt zu den Spielertreffs.